Während eines Live-Konzerts in Stadtallendorf ließ die Wer Liebe lebt Interpretin jetzt die Babybombe platzen und erntete dafür großen Applaus vom begeisterten Publikum. Ihre älteste Tochter Celine erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Die 27-Jährige wurde 1997 geboren und stammt auch Michaels gescheiterter Beziehung mit dem ehemaligen Windsänger Albert Oberlohr, 61. Das Ex-Paar war in den 90er Jahren sogar miteinander verheiratet. Im Gegensatz zu ihren Eltern und ihrer Halbschwester Marie Reim, 23, hat Celine jedoch keinen musikalischen Karriereweg eingeschlagen. 2017 hat die werdende Mutter an der Theaterakademie in Köln ihren Abschluss gemacht. Ihr Privatleben hält sie allerdings so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Ganz anders als bald Oma Michelle. Die Schlager-Queen sorgte zuletzt für reichlich Schlagzeilen. Allen voran mit ihrer Liebe zu ihrem 25 Jahre jüngeren Kollegen Eric Philippi, 26. Obwohl ihre tiefe Verbindung zueinander unübersehbar ist, finden sie nicht überall Akzeptanz. Das Paar sah sich sogar mit heftigen Morddrohungen konfrontiert, und das allein aufgrund des Altersunterschieds. In der Vergangenheit hatte die Sängerin bei der Partnerwahl eher kein glückliches Händchen bewiesen. Sie hat 3 Kinder von 3 verschiedenen Männern und war bereits 2-mal verheiratet. Doch diesmal ist alles anders, wie sie selbst beteuerte. Wir wollen einfach der ganzen Welt zeigen, dass wir wirklich glücklich sind, betonte die Schlager-Queen. Es wird immer Menschen geben, die mit irgendetwas nicht einverstanden sind. Das beste Rezept gegen die Kritik sei einfach Beständigkeit. Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben vor 1,5 Jahren auf einem Konzert. Seit April 2023 sind sie ein Liebespaar. Eigentlich war sich Michelle sicher, diesmal nicht den ersten Schritt zu machen. Doch es kam anders.